Hey Leute, Alzano hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute gab es ein paar neue Infos zum neuen Pokémon-Spiel Pokémon Unite. Zusätzlich gibt es zwei besondere Pokémon, die ihr für Pokémon Schwert und Schild ergattern könnt. Wie ihr alles bekommt, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Pokémon Unite erscheint im Juli für die Nintendo Switch und im September für die mobilen Endgeräte. Wenn ihr euch mit dem gleichen Trainer-Account einloggt, könnt ihr zwischen den Geräten sogar hin und her wechseln und benutzt den gleichen Speicherstand. Dafür müsst ihr euch einfach mit dem gleichen Nintendo Switch-Account oder mit dem gleichen Pokémon-Trainer-Account einloggen. Pokémon Unite hat eine plattformübergreifende Freundesliste und sogar eine Chat-Funktion, mit denen ihr mit euren Freunden kommunizieren könnt. Es wurden auch schon einige Pokémon vorgestellt, unter anderem auch Pokémon in sehr, sehr stylisch aussehenden Kostümen. Vielleicht gebe ich dem Spiel also doch eine Chance, weil es sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich am Anfang befürchtet hatte. Vom 24.06. bis 26.06. wird es für japanische Spieler möglich sein, die Beta-Version des Spiels zu spielen, vor allen Dingen um die Serverkapazitäten zu testen. Aber es gab heute nicht nur Updates zu Pokémon Unite, sondern es gab auch ein Update für Pokémon Home. Vor allen Dingen in der Mobilversion, und zwar könnt ihr jetzt unter anderem die 3D-Ansichten eurer Pokémon besser sehen. Und zur Feier dieses Updates wurden zwei besondere Pokémon verteilt, und zwar Bisasam und Shigi mit G-Max-Symbol. Die waren bisher nur mit dem DLC der Insel der Rüstung erhältlich und auch nur eins der beiden Pokémon konnte man auswählen. Es ist also die perfekte Gelegenheit, die beiden Pokémon noch seiner Sammlung hinzuzufügen. Als kleiner Tipp, ihr könnt sowohl Shigi als auch Bisasam zweimal erhalten, nämlich einmal über die mobile Anwendung von Pokémon Home auf dem Handy, indem ihr einfach das laufende aktuelle Update installiert und dann könnt ihr die Pokémon über euer Geheimgeschehen-Menü in der Handy-Anwendung runterladen und zusätzlich könnt ihr die Pokémon auch noch auf eurer Nintendo Switch erhalten, indem ihr dort einfach auf euer Geheimgeschehen-Menü geht und dann per Internetempfang auswählt, ohne Seriencode, ohne alles, einfach per Internet auswählen. Und dann habt ihr sie sowohl einmal in Pokémon Home erhalten und einmal in Pokémon Schwert und Schild, was dann zweimal pro Pokémon ausmacht. Ein offizielles Ende der Verteilung wurde nicht bekannt gegeben. In Pokémon Home steht das Abholdatum als unbegrenzt. In Pokémon Schwert und Schild können wir davon ausgehen, dass die Verteilung irgendwann endet. Ein offizielles Datum ist aber noch nicht bekannt. Nutzt also die Gelegenheit und sichert euch die beiden Pokémon, bevor sie für immer verschwinden. Ich bin froh, dass es heute endlich mal wieder ein paar Neuigkeiten zum Thema Pokémon gibt. Die letzten Wochen war es ja wirklich sehr, sehr still. Und auch mit verschiedenen Nintendo Direct, wo wir gehofft haben, irgendwas wird angekündigt, gab es heute zumindest einen kleinen Happen Infos für neue Spiele und neue Verteilungen. Ich halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden und hoffe, es wird wieder etwas mehr. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.